Neumünster TV, seit 4 Jahren auf Sendung. Ein einmaliges Projekt für Integration und Demokratie. Neumünster TV hatte im September 2017 seinen Start. In kurzer Zeit hat es Tausende von Menschen via soziale Medien erreicht. Bei Facebook hat Neumünster TV inzwischen 10.000 Abonnentinnen. Bei Instagram sind es über 6.000 und auf YouTube 2.000 User. Menschen aus 145 Ländern haben uns online besucht. Unsere Videos wurden über 3 Millionen Mal aufgerufen. Wir haben inzwischen 800 Filme gedreht, die in bis zu 8 Sprachen vertont wurden. Im Dezember 2017 haben wir zur Unterstützung den Verein Neumünster Medien gegründet. Die Mitglieder sind ein buntes Team mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Über eine kostenlose App gibt Neumünster TV allen Menschen die Möglichkeit, sich in den verschiedenen sozialen Medien über sich und ihre Stadt zu informieren. Egal, ob sie Deutsch können oder nicht. Wöchentlich werden Clips mit Nachrichten oder Reportagen aus Neumünster gedreht und in verschiedenen Sprachen übersetzt. Darunter Türkisch, Arabisch, Englisch, Bulgarisch, Rumänisch und Russisch. Alle Filme werden in unterschiedlichen Medien hochgeladen. Neumünster TV arbeitet eng mit dem Runden Tisch für Toleranz und Demokratie, dem Forum der Vielfalt, dem Arbeitskreis gegen Antisemitismus und Beranet SH zusammen. Seit Dezember 2019 ist Neumünster Medien e.V. Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein. Dadurch ist es uns möglich, mit vielen anderen Vereinen zu kooperieren. Beispielsweise haben wir die Schleswig-Holsteinische AIDS-Hilfe dabei unterstützt, ihr Angebot in mehreren Videos vorzustellen. Ebenso haben wir im Auftrag jüdischer Gemeinden Filme über deren Veranstaltungen produziert. 2018 wurden wir als Neumünster Medien e.V. für den Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreis nominiert. Seit Oktober 2021 sind unsere Standorte in Neumünster, Lübeck und Schleswig vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein als digitale Knotenpunkte ausgezeichnet. Damit sind wir offizieller Netzwerkpartner des Ministeriums. Erst seit März 2020 ist Schleswig TV auf Sendung und schon jetzt nicht mehr aus der Medienlandschaft der Wikingerstadt wegzudenken. Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie auch die Stadt an der Schlei erreichte, informierte Bürgermeister Stefan Dose seine Mitbürgerinnen über Verhaltensmaßregeln, Schutzmöglichkeiten und Hilfseinrichtungen. Allein dieses Video wurde 24.000 Mal bei Facebook aufgerufen. Eine beeindruckende Zahl, vor allem, wenn man bedenkt, dass Schleswig nur rund 25.000 Einwohnerinnen hat. Inzwischen folgen bei Facebook über 1.100 Abonnentinnen Schleswig TV. Natürlich ist man auch bei Instagram und YouTube präsent. Die Inhalte werden auf Deutsch, Dänisch, Kurdisch, Türkisch und Arabisch angeboten. Dazu wurde die kostenlose App Schleswig TV entwickelt. Über diese App sind alle Videos jederzeit abrufbar. Es geht um gesellschaftliche Partizipation und um die Förderung von Demokratie. Die Macherinnen sind überwiegend in der Stadt lebende Zugewanderte. Schleswig TV, ein Projekt mit Perspektive. Seit dem Frühjahr 2020 ist Lübeck TV auf Sendung und schon jetzt eine echte Bereicherung für die Medienlandschaft der Hansestadt. So konnte der Bürgermeister Jan Lindenau bei Ausbruch der Corona-Pandemie seine MitbürgerInnen bei Lübeck TV über die aktuelle Lage informieren und dazu aufrufen, sich angemessen zu verhalten. Dazu hat Lübeck TV über die große Black Lives Matter-Demonstration berichtet und die Hansestadt mit dem Arbeitskreis Migration sowie dem Forum für Migrantinnen und Migranten bereichert. Auch die Pressemitteilungen der Stadt werden von Lübeck TV aufgezeichnet und verbreitet. Neben Beiträgen zum aktuellen Tagesgeschehen finden Themen der Kommunalpolitik Beachtung. Auf den Plattformen Facebook, Instagram und YouTube sind die Beiträge auf Deutsch sowie Türkisch, Kurdisch, Arabisch und Polnisch abrufbar. Nebenbei werden die Beiträge beim offenen Kanal Kiel ausgestrahlt. Lübeck TV – ein Projekt mit Durchblick.
Erst seit dem 1. April ist Elmshorn TV auf Sendung. Zum Sendestart ließ es sich Elmshorns Bürgermeister Volker Hattje nicht nehmen, dem Team vor der Kamera alles Gute zu wünschen. Auch Elmshorn TV hat sich zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz zu vermitteln und die Integration zu fördern. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, die Elmshorner, auch mehrsprachig, zu informieren. Elmshorn TV – ein Projekt mit Potenzial. Fast zeitgleich mit Elmshorn TV ging NordTV an den Start. Der nunmehr fünfte Sender aus dem Hause Neumünster Medien e.V. Auch der Kanal für Flensburg begann selbstverständlich mit einem Beitrag zur Corona-Krise. Darüber ist man inzwischen längst hinaus. So war NordTV zum Beispiel mit dabei, als das Fest der Kulturen in Flensburg gefeiert wurde. Natürlich liegen auch die Beiträge von NordTV in mehrsprachigen Versionen vor. NordTV – ein Projekt mit Format.